Hallo, willkommen zu einem kleinen Befestigungsvideo. Und zwar wollte ich einfach mal verschiedene Befestigungsideen durchprobieren und gucken, was Vor- und Nachteile davon sein können. Und wollte hier in diesem Video zeigen und diskutieren. Fangen wir an, einfach unten bei dem Holzdingi. Ist die Frage, wie man es natürlich aufbaut nachher, aber die Grundidee ist einfach, eine Holzpalisade zu benutzen als äußeren Ring und in der Mitte halt Türme aufzubauen. Man kann die ja leider nicht in die Palisade bauen. Und dann irgendwelche Upgrades zu vergeben. Das scheint ein sehr teures Design zu sein, von dem ich wahrscheinlich nur abraten kann. Also, ich habe hier einfach mal ein paar Kosten aufgeschrieben zu dem Ding. Das hier wären zum Beispiel jetzt vier Türme, ja. Die kosten dann 400. Dann habt ihr die Ruttenausbauten mal vier, obwohl das eine Kanone hat, aber wenn ihr es mit Rutten nur macht, ne. Dann habt ihr nochmal 700 in Upgrades. Dann kommt die Palisade selbst für 170 dazu. Und dann nochmal der Steinschutz des Turmes für 400. Das heißt also, das hier kostet eigentlich doppelt so viel, mehr als doppelt so viel wie eine klassische Burg. Und ist dafür noch nicht mal so tanky wie eine Burg, ne. Also, das ist ja nicht so, dass hier mit 1750 Leben, dass das jetzt die Lebenspunkteanzahl für die ganze Anlage ist. Also die Burg hat 5000, ne? Und da beschützt man dann alle Waffensysteme da drin, während man hier mit 1750 eben jeweils ein Waffensystem beschützt. Also von da ist das auch relativ angreifbar. Das heißt, es ist sehr teuer und sehr angreifbar. Dafür hat es, wenn man Ruttentürme ausbaut, natürlich entsprechend mehr Firepower als eine Burg. Aber ist das die Kosten wert? Dann kann man nicht einfach eine zweite Burg dafür bauen, zumal Pfeile auch mehr Reichweiten als Rutten haben. Also hier kann man tatsächlich viel weiter mit schießen. Und man kann ja auch hier auch Rutten ausbauen und hat noch zusätzlich Baumöglichkeiten. Also das heißt also, dieses Baudesign scheint mir erstmal sehr sinnbefreit. Ja, man kann natürlich sagen, man macht die Steinausbauten nicht und statt Rutten macht man was anderes und wie auch immer. Das scheint mir aber erstmal nicht so besonders gut zu funktionieren, ja. Das ist sehr angreifbar und sehr teuer dafür. Und braucht auch ein bisschen mehr Platz, was ja auch nochmal ein Faktor ist. Und ihr braucht mehr Micro, um es aufzubauen und die Upgrades nacheinander zu vergeben. Ne? Da sind ja vielleicht auch Sachen, die man beachten sollte. Also war eine Idee, mal ausprobiert, mal hingeguckt. Lohnt sich, glaube ich, aber nicht. Ne? Da sehe ich keinen Vorteil im Design. Die Burg selber, klar, die kennt ja jeder, braucht nicht viel mehr drüber sagen. Ne? Die Idee hinter einer Burg oder einer Befestigung aller Regel ist ja, dass man damit, gerade bei der Burg auch, dass man damit eben Ressourcen außerhalb der Base beschützt, ne? Heilige Städte, Gold, solche Geschichten, dass man einen Sammelpunkt damit errichtet irgendwo, wo die Truppen halt hin können in sicherer Form, vielleicht auch einen Rückzugspunkt, vielleicht auch für eine Belagerung genutzt, dass man da Belagerungsmaschinen sicher hinbaut. Das ist halt die Grundidee bei Befestigungsanlagen. Das erfüllt die Burg sicher auch besser als da, weil hier oben müsste man noch die Palisade erhöhen, um da Platz zu schaffen ordentlich, obwohl vielleicht passt es auch so rein, aber richtig sicher ist es dann auch nicht. Ja, also vielleicht hat es ein. Vielleicht ist es ein bisschen sicherer sogar als die Burg, könnte man argumentieren, wenn man es wirklich da reinpacken könnte, alles, und dann kein Flächenschaden kommt. Wenn man reinschießen oder sowas. Oder Triebwerke können ja auch Truppen beschädigen. Ich glaube, als Aufbaumarschgebiet ist das auch nicht unbedingt so viel besser, das Lager. Außer man verzichtet auf die Türme, aber dann ist die Sicherheit auch nicht ganz so hoch. Naja, auf jeden Fall das hier ne, eine Burg, was man damit eben anstellt, wofür die gut ist in aller Regel. Dann haben wir hier diese Mauer-Turm-Geschichte. Die Mauer-Turm-Geschichte ist tatsächlich für Engpässe ganz gut. Also was ist mit diesen Türmen hier? Na, diese Türme, das sind ja Ruttentürme, die kosten 300 das Stück. Das ist schon sehr teuer. Bedenkt auch, dass ihr die eben mit Stein reparieren müsst. Ne? Was übrigens der einzige Vorteil da unten ist, dass ihr das mit Holz reparieren könnt zum Großteil. Das müsst ihr auch mit Stein reparieren. Stein ist ja ein bisschen seltener. Die kosten also 300 das Stück, haben auch Rutten drin, was ein Reichweiten-Nachteil ist, also neun Felder für die Rutte. Also Outrange noch nicht mal eine normale Rutte, das ist nochmal ein anderes Ding. Das heißt, mit Rutten könnte man theoretisch das Ding belagern. Hat dafür aber eine 60er-Rutte drin, ne? Nicht wie die anderen, das sind glaube ich 40er-Rutten, die Standard-Rutte, die Türme drin haben. Da ist eine Kanone drin. Ja, genau, das sind 40er-Rutten. Das heißt, da sind schon stärkere Rutten hier vorne. Gerade in späteren Zeitaltern kommt man ja ne, mit Rutte auch besser durch eine Rüstung als mit Pfeil und Bogen. Das heißt, es hat schon mehr Umf, wenn jemand angreift. Auch gegen Ritter und sowas ist es sicher besser. Und auch gegen Belagerungsmaschinen ein Stück weit. Aber im Grunde genommen ist es schon nicht so besonders stark. Also DPS von dem Ding ist jetzt nicht das allerhöchste. Und es kostet halt 300. Ne? Trotzdem, der Vorteil von so einem Bauten hier, ich glaube, das hat jetzt hier, upala, 1500 oder 1700 oder sowas gekostet. Ne? Also die Mauer mit Tor hier vorne kostet 270 und dann 1200 für die vier Türme. Also auch hier sind wir fast bei dem Preis von zwei Burgen, die wahrscheinlich mehr Effekt haben könnten. Wahrscheinlich. Kommt immer auf den Gegner ein bisschen noch an. Aber was man hier halt jetzt für einen Vorteil hat, ist, dass man damit so Engpässe halt zumachen kann. Ne? Also das ist ja, man will ja gerade in der Grube, will man ja das hermetisch abriegeln. Und dahinter kann man dann vollständig eine Armee aufstellen. Und hier drauf kann man eben dann auch nochmal seine Bogenschützen und Armbrüste packen und was nicht alles. Ne? Dahinter die vielleicht nochmal extra Rutten oder Mangen oder was man halt Schönes hat. Ne? Es hängt immer ein bisschen von der angreifenden Armee ab. Also das könnte einen Wert haben im Vergleich zur Burg.
Man kann ja auch verschiedene andere Designs überlegen, dass man das so baut und davor vielleicht nochmal eine Mauer zieht als zweiten Schutz oder sowas. Da gibt es schon noch zwei, drei Ideen, die man da kombinieren kann. Aber jetzt nur das Grunddesign einfach, würde ich sagen, ist das auch teurer als die Burg. In aller Regel wird die Burg wahrscheinlich auch weniger Micro beim Aufbau machen. Ihr müsst zum Beispiel hier, wenn ihr die Mauer baut, die Mauer muss erst fertig sein, bevor ich den Turm bauen kann. Das heißt, ihr müsst dann nachher nochmal vom Micro zurückkommen und die Türme ranflatschen. Also ist auf jeden Fall mehr Aufwand. Auch hier gilt, dass viel Firepower in so einem Turm ist. Und die sind zwar hier sehr tanky mit 3000er Stück, aber die haben zum Beispiel keinen Brandschutz, wie diese Burg von Anfang an hat. Das macht schon mal etwas aus. Und dann ist auch hier wieder, man kann halt die Türme einzeln ausschalten und einen Großteil der Firepower ausschalten, was bei der großen Burg halt, ne, beim Bergfried, nicht der Fall ist. Dass die Firepower alle in diesen 5000 Leben drin mit dem Brandschutz. Also und da ist das teurer und nicht unbedingt stabiler. Deckt ab, dass man da nicht durchreitet, aber wenn ich dafür fast zwei Burgen hinbaue, dann reitet jemand durch, nimmt er von den Burgen auch ganz ordentlich Schaden. Aber klar, an einer Burg, an ein, zwei Burgen kann man halt mit Ritterarmee einfach vorbeireiten, den Schaden einpacken und dann irgendwas machen, sich auf die heilige Stätte vielleicht draufstellen. Ne? Hier muss man erst aufmachen, bevor man irgendwas machen kann. Das heißt also zum Beispiel könnte man durch so eine Anlage Belagerungsmaschinen dahinter besser beschützen. Das geht bei der Burg ja dann nicht. Da reitet man trotzdem ran, macht die tot, weil sich der Tausch oft lohnt. Ne? Ein, zwei Ritter vielleicht opfern, dann hat man dann die Mange kaputt. Das geht bei so einem Konstrukt sehr viel schwieriger. Hier geht es auch schwierig, aber durch die Palisade natürlich nicht ganz so schwierig wie hier vorne. Ne? Keine Frage, das ist ein Riesenunterschied bei den Lebenspunkten. Also das beschützt einfach vielleicht Belagerung ein Stück besser, als es macht. Also da in dieser Stelle hätte es einen Wert. Ob die Mangentürme sich dabei dann lohnt, ist eine andere Frage. Die schießen nicht nach hinten. Ne? Also einmal durchbrochen, sind die danach auch quasi sinnbefreit. Also von daher gibt es ein bisschen mehr Schutz als die Burg, hat aber auch einen größeren Kostenfaktor. Wenn ich jetzt aber die Mangentürme weglassen würde, hier also die Steintürme, Mangentürme, schön wär's, die Steintürme weglassen würde, dann habe ich tatsächlich ein relativ preiswertes Mauerstück. Und wenn ich dahinter dann einfach Mangen aufstelle, also eine bewegliche Armee habe, ist sie zwar teurer für die Verteidigung, aber die ist ja beweglich danach, hätte ich vielleicht einen Kompromiss zwischen einer guten Verteidigung und Waffensystem, ne? Weil ich kann die ja dann zum Angriff benutzen, was bei der Burg nicht geht. Muss jeder für sich selber wahrscheinlich entscheiden. Also ich denke, die roten Türme lohnen sich eigentlich fast nie. Ich persönlich würde darauf verzichten bei dem Preis. Bei dem Pro sehen wir sie auch nie. Die Steinmauer dagegen kann eine Bedeutung haben, gerade in so Engpässen. Hier vorne, das ist jetzt glaube ich, ne, wenn das da hinten alles Käse war, ist das natürlich auch Käse. Aber wenn ich so ein Konstrukt hier nehme, dann nehme ich dann, ich glaube, es sind 100 pro Steinmauer gewesen, plus dann eben nochmal hier 50 für den Eingang. Und dann die roten Türme dran, auf jeder Seite nochmal für 600. Also, das kostet astronomisch viel. Da könnt ihr auch einfach Burgen in die Welt pflanzen. Aber wenn ihr so ein Design macht, dann habt ihr natürlich drin so einen Burghof, wo ihr Belagerungsmaschinen sehr sicher aufstellen könnt, sofern da eben keine Mangel und sowas reinschießen. Ja? Also, lohnt sich das für eine Belagerung? Naja, ist hermetisch abgeriegelt. Hier würde ich wieder die Frage stellen, wenn ihr so ein Konstrukt aufbaut, wollt ihr nicht vielleicht auf die äußeren Türme dann verzichten? Weil die machen eigentlich den Großteil der Kosten aus. Und ihr könntet hier argumentieren, dass ihr hier drinnen einfach Mangen oder also irgendwas reinstellt in Belagerungsmaschinen, was ihr denkt, was ihr braucht für die Schlacht. Ne? Also meinetwegen eben eure Treebox oder eure Mangen oder was auch immer. So, ihr macht halt Türme hin und schießt mit Rutten oder Kanonen raus. Das geht ja auch. Man kann ja durch diese Öffnungen durchschießen. Wenn man Tore hin macht, kann man da aufmachen und rausschießen. Das heißt also, so ein Konstrukt lohnt sich wahrscheinlich nur, also eigentlich fast nie, konnte ich mir vorstellen. In jedem Fall nicht mit den Türmen. Ich glaube, dass sie einfach viel zu teuer sind, für meinen Geschmack zumindest. Das ist nur Spielerei, wenn man sowas baut, wahrscheinlich. Ansonsten, man kann vielleicht bei den ganzen Befestigungsanlagen nochmal dazu sagen, dass sie alle das PopCap erhöhen künstlich. Ihr könnt eure Arbeiter benutzen, um das hochzutun, und die kosten ja keinen PopCap, die Anlagen. So dass ihr einfach hier nochmal ein bisschen Kampfkraft bekommt über die 200 PopCap hinaus. Das ist vielleicht auch ein Faktor, den man beachten sollte. Auch Reparaturkosten, habe ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Kann man halt zwischen Holz und Stein auch nochmal unterscheiden, je nachdem, welche Projekte man baut. Man kann das ja auch mit Palisaden zum Beispiel bauen, ohne Türme. Genau. Das wären also die Befestigungsanlagen. Also in Summe kann ich, glaube ich, schon verstehen, dass sich eigentlich nur der Bergfried durchgesetzt hat. Es ist einfach weniger Micro, in aller Regel mehr Firepower für die Kosten und man hat eben die Firepower auch besser beschützt in einem zusammen. Plus man kriegt Upgrade-Optionen in verschiedenster Form bei den meisten, kann Sachen bei manchen noch bauen. Ne? Hat also viele, viele Funktionen, ist auch Kopfschmerzen befreit im Spiel. Nicht denken, bauen und ist in aller Regel auch die beste Lösung. Ich sehe halt wirklich kaum Anlass für anderes. Einzig die Mauer scheint eine Lösung zu haben und die sehen wir ja auch im Spiel.
spielen deshalb, ne? Aber als Befestigungslage oft halt nur, um eben, ne, zuzuwallen, nicht wirklich, um so eine Miniburg zu bauen, weil dafür ist wahrscheinlich auch zu teuer. Wer belagert, hat halt in der Regel größere Armee und nicht unbedingt sowas notwendig. Man kann trotzdem überlegen, kurzfristig eine Palisade zu bauen. Das haben wir früher zwei, dreimal gemacht, ne? Gerade für längere Belagerungen, aber auch da baut man lieber eine Burg, ne? So, ansonsten, hier habe ich mir nochmal das hier angeschaut. Das kostet tatsächlich, ich kann es dir vielleicht nochmal zeigen. Ich wollte mal gucken, was auf Fläche preiswerter ist zu bauen an Ressourcen. Und tatsächlich ist es so, dass die Palisade, upala, dass die Palisade preiswerter ist. Also zahlt man je nachdem, wie man es halt baut, 30, 35 Materialien. Ich sage Materialien, weil ihr könnt sie ja relativ gleich sammeln. Da gibt es Unterschiede, keine Frage. Aber es ist trotzdem so, dass das Holz auch nicht so viel schwerer zu sammeln ist als Stein oder andersrum, ne? Es ist halt nur, dass das Stein seltener ist und dadurch schwieriger zu sammeln wird. Und dass man, also rausgehen auf die Map muss man auch für Holz, ja? So, Steine. Ne? Für die Steine braucht ihr ungefähr 100, 120 hier. Das heißt also, das kostet tatsächlich, so eine kleine Steinmauer kostet astronomisch viel mehr Ressourcen. Ob es schwieriger ranzukommen ist, müsst ihr selbst entscheiden, ist auf jeden Fall seltener Stein. Und natürlich dann auch mit Stein repariert, nicht mit Holz. Das heißt, so eine Palisade ist extrem, extrem einfacher zu bauen, preiswerter zu bauen, als so eine Steinmauer. Und in Lebenspunkten, ne, kann man auch sagen, man könnte halt einfach mehr Lebenspunkte rausbekriegen, wenn man keine Steinmauer baut. Also wenn, es kommt darauf an, wie es halt ein bisschen baut auch, aber wenn das ungefähr die Steinmauer dreimal so teuer ist wie die Palisade in derselben Länge, ja, grob gesagt, die haben eine andere Hitbox fürs Aufbauen, habe ich eben gemerkt, von da ist das ein bisschen schwer genau einzuschätzen. Aber wenn die ungefähr dreimal so teuer ist, aber von den Lebenspunkten halt nicht dreimal so viele Lebenspunkte hat, ne? Also die müsste dann 4500 haben, die Steinmauer, um mit der Palisade gleich zu gehen, die haben die gleiche Rüstung, dann hat die Palisade eventuell mehr Lebenspunkte für den gleichen Preis. Ja, was ja vielleicht ein Faktor ist, der auch erklärt, warum nicht teilweise die Pros vier, fünf Palisaden hintereinander bauen, wenn jemand wo durchpanschen will, ne, statt eine Steinmauer. Allerdings muss man das auch wieder hier relativieren. Die Steinmauer könnt ihr nicht mit jedem Infanteristen angreifen, ja, die Palisade schon. Also da kann jeder mit der Fackel durch. Also viel mehr Einheiten, um da durchzukommen durch eine Palisade als durch eine Steinmauer. Aber es ist ja oft auch nicht die Frage, ob er durchkommt, sondern die Frage, wie lange es dauert, ne? Und wenn wirklich nur der Zeitfaktor ist, ist da die Palisade in dreifacher Ausführung vielleicht die bessere Option, ne? Dann direkt nochmal einer dahinter und dahinter und dahinter und so weiter. Ne? Ist vielleicht dann die bessere Option einfach die Palisade als die Steinmauer. Kommt auf den Gegner auch ein bisschen an, ob der halt Belagerungsmaschinen überhaupt bauen kann und irgendwas. Also gerade viele Reitervölker, die wollen ja einfach nur irgendwo durchsneaken. Ja? Sind es jetzt die Ottomanen, sind es die Franzosen mit ihren Ritter, Sipai der Ottomans, dann sucht euch irgendein Reitervolk aus, ja. Mangudais, der Mongolen und sowas. Die kommen ja in aller Regel, wenn überhaupt, nur durch eine Palisade durch. Da kann sich schon sehr viel mehr die Steinmauer natürlich als Befestigung lohnen, aber da geht es eher ums Abwallen als um richtige Befestigung. So, das wäre eine ganz kurze Diskussion der Befestigungsanlagen. Also wahrscheinlich ist das, was wir bei den Pros sehen, auch das Beste einfach vom Design, ne? Bergfried, Kopfschmerzen befreit, hat auch einfach das Beste in jeder Kategorie wahrscheinlich. Würde ich persönlich auch einfach bei bleiben. Und das, was wir manchmal sehen, ne, Abwollen mit Steinmauern, gerade Engpässe, das lohnt sich wahrscheinlich schon in gewissen Szenarien. Und sonst eben mehrere Walls hintereinander bauen, also nicht Walls, sondern Palisaden hintereinander bauen, wenn es nur um Zeitgewinn geht, ne? Könnte sich auch lohnen. Aber hier kann man wirklich überlegen, ob man nicht trotzdem eine Steinmauer haben will, je nachdem, ob einem, ne, der Gegner einen raiden kann mit Mango-Dice und so, dann ist die Steinmauer wahrscheinlich besser. Ritter, Mango-Dice, so ein Krempel, dann ist die Steinmauer wahrscheinlich massiv der Palisade vorzuziehen. Und wenn es aber sonst so ein Zeitfaktor ist, dass ihr eine Armee aufbauen oder zurückziehen muss, ihr habt eine Infanteriearmee, der Gegner hat eine Reiterarmee, dann ist vielleicht die Palisade gar keine schlechte Option. Soll er doch anfangen, da zu nagen, wenn ihr mit der stärkeren Armee dann um die Ecke kommt, ne? Nur eben Zeit dafür braucht. Also warum nicht einfach eine zweite Palisade bauen, statt eine Steinmauer? Und dann spart ihr Ressourcen. Genau, Befestigungsanlagen. Wahrscheinlich nichts Revolutionierendes, aber ich wollte es einfach mal durchgegangen haben und ein paar Freiser angucken. Und ja, Bergfried ist wahrscheinlich die beste Option. In dem Sinne, ciao, ciao.